cool auf. Nein, nix ausziehen. Auch nicht in Englisch, please. Hat man schon. Nee, also ich freue mich natürlich, dass ihr alle diesen Sturm überlebt habt. Und wahrscheinlich auch wegen dem Sturm da wart. Und ich möchte mich nochmal bei allen Mitarbeitern vom Kulturhaus Kairo bedanken. Das war fucking amazing, wie der amerikanische Präsident sagen würde. Ja, und dann wollte ich noch was sagen. Ja, also alle, die verschiedene CDs von Dr. Nerf noch nicht haben, und es dürften wahrscheinlich mehrere sein, weil ihre beliebtesten CDs sind seit einigen Jahren beim Label vergriffen, out of print. Und wir hatten eigentlich beschlossen, dass diese in der Tradition dessen, dass der Jürgen Königer 1984 das Debütalbum der Band hier in Würzburg auf seinem Label veröffentlicht hat, dann hatten wir, Nick und ich, eigentlich beschlossen, ihre beiden nettesten CDs auf meinem Freakshow-Label hier in Würzburg wieder auferstehen zu lassen. Und weil ich so ein Schlamper bin und weil in Deutschland so viele Feiertage sind, ist es also so, dass diese Scheißdinger vom Presswerk erst morgen früh kommen. Ja, jetzt haben wir aber zumindest so ausgemacht, dass die Jungs für den Rest der Tour morgen sich den ganzen Stapel mitnehmen. Und es handelt sich also um die beiden CDs Skin und Every Screaming Ear. Wie gesagt, lange out of print, die wird es dann jetzt wieder geben. Die gibt es dann auch irgendwie bei mir. Und wer sie noch nicht hat, also die Initiierten, die sind wahrscheinlich zu Hause oder sie irgendwo an der Wand hängen, wer sie noch nicht hat, kann sich vertrauensvoll an mich wenden. Und ansonsten gibt es natürlich, wie gesagt, support your local band oder fast local band. Support independent artistry. Yeah. These guys are amazing. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Dagi bedanken, der spreche auch im Namen der Band. Dagi, we love you. You brought that over here. So, wie wir gesagt haben, scheiß auf die Rente oder auf die Rentenversicherung oder auf die Auszahlung oder irgendwas, das Geld muss irgendwo hin. Und Dagi hat gesagt, dann stecke ich das an in die Flugtickets für die Jungs und dann machen wir eine Tour. Ja? Schon was hat und da aber noch was mitnehmen möchte, ihr dürft euch bedienen. Die Jungs müssen jetzt hier erst noch mal ein bisschen abbauen. Also ich danke euch nochmal, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns bald, hoffe ich, irgendwie bei Telegram oder Lili Nozaros oder Protonheart Collector oder vielleicht dann am 27. 28. September mit Person beim Festival oder irgend sowas. Rock'n'Roll!
meine, das ist zumindest so, dass es